und guten Tag, hat er gesagt. So, ich trinke hier was gerade, ne? Weil Durst haben wir mal wieder, ne? Durst haben wir eigentlich immer. Ich habe da mal so ein bisschen geguckt hier. Ne, Quatsch, hier können wir die Werte gucken, ne? Nahrung ist jetzt auch noch nicht so geil. Sollten wir bald mal auch gucken, ne? Aber wir brauchen. Ich habe mich hier ja durchgeboxt. Wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen. Hier so, was zum Grillen, ne? Ein Grillrost oder ein Töpfchen und sowas, ne? Unser Töpfchen ist ja weg. Ja, das ist natürlich so ein bisschen, ja, nicht so geil, ne? So, hier ist immer noch alles leer, dass unser Kochtopf weg ist, ist natürlich das am, ja, Semitolzen, sage ich mal auf Deutsch. Aber naja, gut, können wir nicht ändern. So, wenn wir hier irgendwas mal dann anfangen zu bauen, also wenn wir bauen sollten, dann wäre das natürlich dann auch so richtig geil, wenn ich das mal alles hier grob sortieren würde. Das hieße, nach Adam Riese, wenn wir hier zum Beispiel, ich weiß nicht, was haben wir hier drüben, haben wir hier? Hier haben wir Alem und all sowas, ne? Zum Beispiel. Weil wir sollten uns eben auch was bauen. So, und ich würde eben sagen, hier so essensmäßig, guck mal, hier haben wir essensmäßig was da. Ne, Quatsch. Wie war das? So, so. Ach so, so war das hier. Dann haben wir trübes Wasser, das würde ich gerne ungerne trinken. Also das würde ich wirklich gerne ungerne. So, dann können wir hier schon mal Lehm aufnehmen. Zement. Ich würde sagen, hier machen wir den ganzen anderen Bruchsand. Ganzen anderen. Kurzes Eisen. Den sollten wir mal mitnehmen, glaube ich. Also hier machen wir alles rein, was so, ja, vielleicht so ein bisschen crappy ist oder sowas, wo wir jetzt nicht so richtig wissen, wohin damit. Hier haben wir Verband und da haben wir Erste-Hilfe-Verband. Und Dosenfutter. Pfeile können wir auch noch machen. Siehst du? Lammraktion, Kleber, leeres Dings, ein bisschen Leder, Stofffetzen, Wasserflasche, verdörrtes und sowas, ne? Das ist. Was ist das? Was geht jetzt hier ab? Schau mal. Ich muss ja mal gucken, was das heißt da. Nee, Katze. Ist ja schön und nett, dass du probierst, aber. Kann man gerade jetzt angeschlichen und wollte so ein bisschen. Ne? Effektive Verdauung. Jetzt sind wir aber effektiv. So, weil ich würde eben gerne, ja, mir was Eigenes hier hin klatschen. Ne? Ich glaube, hier haben wir eine gute Fläche. Ja, ich bin ja nie so der Verfechter, mich irgendwo da reinzusetzen. Und dann ist da ganz, ja, pff, langweilig eigentlich so. Holz, ja, 90 Holz haben wir hier auch. Das nehmen wir mal rüber. So, dann könnten wir ja gleich hier ein paar Rahmenformen bauen. Achso, ne. Ich wollte Holz. Hier. Ah, falsch rum gemacht. Und natürlich die Rahmen. Die wären ja auch ganz geil. Weil 18 ist jetzt, das klingt nicht viel. Aber so ein bisschen will ich hier schon mal anfangen. So Rahmenform. Dann können wir da. Ich mache erstmal alle. 45, das wird auch nicht viel sein. Ach du Scheiße, Alter. Das geht hier ein bisschen ab. So. Weil dann können wir hier. Ich würde einfach sagen, wir machen hier. Ja, dieses Grundstück ist meins. Und dieses nehme ich mir. Und hier fängt mein Haus an. Hier so ein bisschen. Wir machen ein bisschen Rasen so davor. Ach du Scheiße. Es geht aber schnell, ne? Bestimmt kommt jetzt sowas wie, ja, für die erste Nacht würde ich es nicht machen. Kann ruhig. Und besonders nicht so groß. Kann auch, aber das. Das Gute ist ja immer, wenn ich so spiele, dann spiele ich ja so. Ne? Oh, was ist das hier? Sieht aber schon anders aus. Ist das schlimm, dass das so verschieden aussieht? Oh, da können wir gar nicht hin. Da muss ich noch einen Busch ab. Ist das schlimm? Ich glaube nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich will hier erstmal so ein bisschen, weißt du, hier mal vorwärts kommen. So, was ist das jetzt hier? Aha, das ist wieder das andere. Aber wenn ich jetzt hier, sage ich mal. Nee, damit hau ich ja. Wie kann ich ihn reparieren? Ich hab schon wieder Hunger. Okay, damit könnten wir reparieren. Ah, okay.
Gut, wir machen das natürlich hier so ein bisschen erstmal was essen. Ja, weil der vorher gesagt hat, wir Hunger kriegen, ne? Aber jetzt wollen wir verrottet das irgendwann? Durchfall. Nö. Also wenn es durchfällt, dann. Wie in der Schule damals, ne? So, das hier natürlich benutzen. Ja, erstmal mal hier unser wunderschönstes Lammragout. So, ein bisschen zombiefrei hier geworden, ne? Das ist ja wenigstens gut, ja, ich team meine Ruhe weg. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier so baue, ne? Keine Ahnung. Ich würde das erstmal hier so hinsetzen, dann sammeln wir noch ein bisschen Material, denke ich mal. So. Wenn das hier natürlich meine Wände sind, ich weiß ja noch gar nicht. Müssen wir erstmal informieren überhaupt über das allgemein so, ne? So, sonst so ist hier denn auch. Dann machen wir hier vorne erstmal fertig. Ja. Ja, geil, ne? Vier Reihen haben wir schon. Kommen wir hier so ein bisschen. Ja, so verdattern kann man sich ja auch nicht, ne? Das ist eben auch so das Coole. Weiß jetzt nicht, was wir brauchen, um alles da aufzuwerten. Und mal ein bisschen rumexperimentieren, sag ich mal. Schade, dass es das so darstellt. Also ich gelernt habe ich hier mit Durst und Hunger, der grüne Balken da ganz unten, ne? Also hier so bei, wo mein Hammer ist. Da hat der Bill immer gesagt, das ist mein Hunger und der blaue ist mein Durst, ne? Da wo die Speere sind. Da sind kleine Balken und darüber, denke ich mal, wird der EXP-Balken sein. Meine für, damit ich sehe, inwiefern ich jetzt Erfahrung habe oder eben auch nicht. Ah, guck. Guck einer, guck. Okay, ich brauche 8 dafür, um zu aufzuwerten. Das dauert aber lange hier, wa? Wenn ich das aufwerten möchte. Okay, dann haben wir nichts mehr. Heute ist nicht so schlimm. Versprochen, wir gehen heute noch in so ein Haus, ne? Weil ich ja allgemein eh mal Dings suche. Gut, er hat aber viel. Ich brauche noch Kochtopf und so, ne? Weil ja mein Hingeschmissen ja nicht mehr da ist. Wie? Wir haben schon 16 Uhr. Ist halt gleich wieder Nacht. Oh, da habe ich aber Angst davor. Also so geht's von, ne? Von Angst. Weil ich hatte hier damals, ich weiß das, weil da das Schild steht. Und man kann es im Video auch sehen, irgendwo hier hinten hatte ich meinen Kochtopf hingeschmissen. Und der ist aber nicht mehr da. Hier ist kein Beute mehr, weil die spawnen dann anscheinend richtig, richtig schnell. Ist dann nicht so cool. Was kriege ich hier für Steinchen? Kriege ich hier irgendwas Besonderes? Vielleicht, wenn es fertig ist. Oh, da brechen mehrere. Okay. Gut. Ja, welches Haus wär's denn? Ich glaube da ganz rechts oder sowas. Ne? Klar, wir können da noch eine Menge abbauen. Damit werde ich mich dann irgendwann auch mal beschäftigen, wie das überhaupt mit diesen Abbauen und sowas alles geht. Aber bisher ist das jetzt ja, vielleicht wichtig. Aber bisher noch nicht allzu wichtig. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich hier voll Gas geben muss. Und ich wieder mal trödel wie so ein Vollheld. Aber noch haben wir ja. Ja. 14. Wieder mal Zeit. Ich muss nur gucken, dass ich nicht jetzt immer irgendwie losrenne oder so. Also hier dieses Aufwerten, das bringt schon ein paar extra Points, ne? Erfahrung. Also. Das ist eine gute Sache. Dun, dun, dete, okay. Ja.
Was man hier halt muss, ne? So, jetzt fehlt uns wieder Material. Ich könnte natürlich jetzt ein bisschen Holz machen, aber das will ich jetzt nicht. Ich will eine Runde loslatschen. Und dazu gucken wir mal. Wir haben ja hier von der normalen Waffe haben wir noch ein paar Schuss über. Die anderen Waffen haben wir natürlich noch nicht. Schmiede wurde gesagt, ne? Wem ist ja da immer sehr fleißig. Der hat auch immer so viel Erfahrung in so vielen Spielen. Meine Fresse. Das ist schon ein bisschen unheimlich. So, aber naja. So, die Knochen weg, Holz weg. Okay. Das beiden wir mal. Zement weg, das hier. Das hier alles weg. Eisen weg. Verband das beiden wir mal. So ein bisschen trübes Wasser natürlich. Muss ich das hier immer rausmachen oder bin ich denn immer so komisch? Ich weiß es nämlich nicht. Ob das denn hier so immer denn, oh jo, jetzt so schwer, mein Freund. Oder so, ne? Keine Ahnung. So, Speere haben wir. Pfeile haben wir gar nicht, aber hier die eine Feder, die nehmen wir mal zurück. Vielleicht finden wir jetzt hier auch noch irgendwo eine Feder oder sowas, ne? Wir gehen da einfach mal los. Er weiß auch nicht, ne, ob ich den Verband, weil das ja eine Schnittwunde ist, jetzt schon anwenden könnte. Oh ja. Oh ja. Oh ja, da haben wir uns aber jetzt richtig geholfen. Wir gehen hier einfach mal in the middle of the street. Und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwie so was Leckeres noch finde. So ein bisschen so wie. Ist das hier Essen? Ich würde alles essen. Vielleicht gehen wir auch einfach mal durch die Straßen und säubern alles, was hier ist. Weil ich weiß nicht, wie das Spiel aufgebaut ist. Ihr kennt das von ähnlichen Spielen, dass wenn irgendwie den Krach ist, besonders dann zur Art Creepy Night, ne? Oder The Creepy 7 Day of Night, denn kommen alle, die in der Nachbarschaft sind, ne, und die dann, ja, dann meinen, dann ein großer Bauer zu werden oder so, ne. Und dann heißt so ein bisschen so das Problem. Ich glaube nämlich auch, so ein bisschen, wenn ich hier eine Wasserquelle in der Nähe hätte, wäre das auch ganz vorteilhaft. Aber ich weiß das nicht. Ob wir, oder wie viel, da haben wir wieder so einen Messingkörper. Aber das scheint ja mal eine gute Ausbeute zu sein. Na, ist ja eben am Anfang, wenn die Erfahrung noch wachsen muss und man noch nicht so die Erfahrung hat. Natürlich immer so eine Sache. Aber Müll durchgraben oder kramen kann ich sehr gut. Okay. Das scheint hier unberührt zu sein, das Ganze. War ich hier schon mal? Hallo? Ja, doch. Die Küche, die kenne ich, ne? Ja, vielleicht finde ich ja was im Müll. Wird das hier? Och, ein Dietrich. Ein Dieterich. Geil. Ja, jetzt können wir schon mal irgendwo rein. Hier nur Metallkacke. Können wir damit denn eigentlich auch fahren? Oder weil da steht ja nur leer. Ich weiß nicht, ob wir veressene Nahrung. Verdingste Nahrung. Benzinkanister. Naja, jetzt fängt's ja an. Also wenn wir später denn wirklich hier mit dem Auto noch von links nach rechts fahren können, ne, dann, boah, dann mag ich's. Dann würde ich sagen, dann ist das ein Gaudi und macht auch sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Sinn, ne, besonders auch. Fand ich am Mist ja eigentlich auch ganz geil, mechanische Teile, dass wir damit Auto fahren können, aber natürlich vom Inhalt vom Spiel ist da sehr, sehr wenig los, ne? Kontemäßig. So. So ein Schluck Kaffee. Ihr könnt natürlich auch gerne was trinken in der Küche gehen, ne? Kein Problem, ich warte, indem man Pause drückt. Aber so ein Kaffeeschluck, der muss dann auch mal drin sein, ne? Da hilft gar nichts. Muss ja immer so ein bisschen aufpassen, weil nicht, dass das Tier jetzt gleich hier wieder abgeht. Und ich denn, ich glaube, jetzt habe ich Messing gefunden. Und ich denn hier so richtig. Ach du Scheiße, so. Genau das. This one.
Ich glaube, ich habe einen Hund gehört oder sowas. Ich weiß nicht, ne? Also, ich kacke mich immer so komplett weg. Ich bräuchte auch mal wieder Munition, ne? Er kriegt jetzt einen Besuch. Was sind das für Geräusche? Leck um mich. Hier gibt es ja irgendwie Hunde, glaube ich. Nein! Wo kann ich denn nicht springen? Wo denn? Also wenn ich hier noch bin, dann muss ich wenigstens ein bisschen was sammeln, ne? Macht das hier ja keinen Sinn, wenn ich hier rausgehe und nichts habe. Ich habe auch Hunger. Ich weiß nicht, was die hier kaputt machen, aber es macht nicht ganz so viel Spaß. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Boah, ich habe mich todes erschrocken, ey. Es regnet, ich bin nicht in den Regen raus. Da wird mir kalt und so. Nee. Ist so cool. Da eigentlich war drinnen. Nee, da ist gar nichts drin. Also ihr könnt auch gerne da so bleiben, aber ich will da nicht so im Regen raus. Deswegen, irgendwie so ein bisschen doof. Halt nicht so richtig Böckel drauf. Was können wir denn herstellen? Wir gucken uns denn mal, ja, wenn es da so ein bisschen abgeht, ne, dann gucken wir uns hier so ein bisschen um. Hier sind wir ja halbwegs geschützt von vorne. Ich glaube, das sehen wir auch, wenn da jetzt einer reinlatscht, ne. Von der anderen Seite kann ja eigentlich gar keiner rein. Es wurde so erzählt, wir können hier... Erste-Hilfe-Verband, was brauchen wir da? Ach, so ein Bauplan. Okay, gut, alles klar. Dann hat sich das schon mal erledigt. Können wir hier schon irgendwas machen? Weiß ich gar nicht, was sind wir denn? Level 1? Fähigkeiten? Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt irgendwo? Habe ich denn verfügbare Punkte? Aha. So, und hier könnte man natürlich dann auch was lesen. Aber das ist intelligent. Ja gut, da ist bei mir eh alles so vorbei. Beweglichkeit. Revolverheld. Tiefe Wunden. Was ist das? Stumpfe Klinge. Kaufen. Wir haben schon wieder Hunger. Raufbold. Donnerbüchse, sexuell, das wurde hier mal erzählt, dass das ganz gut sein soll. Speziell dir, die dich auf schonungslose, nicht enden wollende Angriffe und versuche deinen Opfern mit deiner eisernen Ausdauer nicht. Also verschlage. Ne? Und das können wir jetzt so kaufen? Jetzt habe ich nur einen Punkt. Okay, cool. Ein Packesel finde ich auch ganz gut. Da könnte ich mehr tragen. Das ist ganz gut. Schwere Rüstung. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht insgesamt, wie viele Punkte man überhaupt kriegt. Das ist ja auch so eine Sache. Ne?
So. Ah, das sind ja die Fähigkeiten, da können ja, jetzt habe ich so ein bisschen die Macht, ne? Vielleicht kriege ich auch wieder ein paar Tipps, ne? Wäre ganz cool. Aber hier können wir ja auch noch was bauen. Stofffetzen. Stofffetzen kann ich aus der Baumwolle bauen. Das ist richtig, richtig geil. Schießpulver. Ihr weiß ja eh nicht, was ich hier so bauen kann. Molotow-Cocktail. Da fehlt da noch viel, ne? Das ist ja, ne? Da fehlt echt noch viel. Weil wenn ich hier jetzt einen Steinspeer, den kann ich ja bauen. Ne? Selbstgebautes, ja. Maschinengewehr. Kleber. Oh, das ist aber nicht. Also, das ist. Cool. So ein Gewehr kann ich denn auch machen? Oh, das ist aber gut. Weil ich glaube, mit Kleber und sowas. Selbstgebauter, was? Stab? Was hatten wir ja so an. An Dings? Also, Maschinengewehr und Gewehr, das würde ich ja gerne mal hier auf Favoriten setzen. Zack, zack. Sonst, ich weiß ja noch nicht so, ne? Schrotflinte, davon haben wir ja auch ein bisschen was. Das werden wir auch mal machen. Die habe ich ja. Primitiver Bogen, Holzknüppel. Ein Handwickel für. Ist das Kleidung oder? Was macht es? Lederhandwicke, die deine Hände schützen und deinen Schlägen mehr Kraft verleihen. Kann mit Leder repariert werden. Kann zu Leder zerlegt werden. Okay, alles klar. Und sonst so, was haben wir hier denn Schönes? Hier haben wir Stapel und sowas, ne? Stapel, Stapel, Stapel. Okay, hier ist auch nicht so viel. Hier haben wir Lagerfeuer. Beete und Felder. Oh, den können wir anpflanzen und sowas. So. Gebäude. Weiß ja noch nicht mal, wo eine Schmiede zu bauen ist, ne? Ganz ehrlich. Da, eine Schmiede. Aber da muss ich ja erstmal irgendwas. Bauplan Schmiede. Hahaha. Da brauche ich ja. Und Werkbank, ne? Da muss ich ja auch irgendwas noch finden. Also, wir müssen richtig viel finden, auf jeden Fall. Was haben wir hier denn alles? Eine Feueraxt. Holz, geschmiedetes Eisen. Ja, das können wir ja schon mal. Ich hab ja keine Schmiede. Malpinsel. Eisenstachelfeim, Eimer. Hier, das ist auch eine Schiene für gebrochene Sachen. Kleidung. Obwohl das ja ganz, ganz gut ist, ne? Gefütterte Stiefel, Kapuze. Zerstörter Stein, was auch immer. Hier können wir. Och, guck mal, wie wir hier machen können. Und eine Zigarre können wir sogar. Was auch immer machen mit. Okay, gut. Wir hatten ja Hunger. Hatte ich. Ich glaube, ich habe. Hatte ich nicht was zu essen gefunden? Nö, ne? Eigentlich nicht. Ja, okay, solange das ja jetzt noch hier so regnet und so, ne, werden wir dann doch mal durch die Bude gehen, ganz ehrlich. Weil das ist mir ein bisschen zu doof. Dann gucken wir uns einfach mal da an. Ach, guck mal, da läuft der Gegner die ganze Zeit. Okay, ich werde dann doch mal nicht in eine Bude gehen. Fallt ihr jetzt alle runter da? Oder kommt ihr irgendwo durch? Wir sehen ja, was der macht, aber sieht lustig aus. Vielleicht tun die sich da auch gegenseitig weh oder sowas. Könnt ihr eigentlich nochmal Dings bauen? Ein paar Pfeile oder so? Ah ja. Oh, falsch, falsch, sehr, sehr falsch. Aber nur, weil ich kein Holz habe. Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn ich hier was kaputt mache? Okay. Was kriege ich denn hier? Hey Mario, ich fange einfach so ein bisschen an. Ich glaube, die wären ziemlich ungemütlich jetzt. Du mir erschrocken, Mädchen. Ey.
Erfahrungspunkte. Yeah. Ah, der hat mich richtig erschrocken. Also, so. Wo komme ich denn her? Kann ich mich auf so einen Marker setzen oder so? Ich glaube, wir müssen ja hierher kommen, ne? Wegpunkt speichern. Da. Als Home. Ja? Okay. Ohana heißt Familie. Nee, Ne? Ach, jetzt ist er hier. Ich muss schon sagen, das war aber jetzt nicht so cool. Du bist ein bisschen schneller als die Kollegen. Oh. Da tut mir aber so eine Kleinigkeit. Hat wahrscheinlich auch wehgetan, ne? Ich weiß das nicht. So, wir machen hier mal. Alter, sind das Hunde? Nö, da gehe ich nicht hin. Da gehe ich absolut nicht hin. Ne, wenn da Hunde sind oder sowas, ne, die wollen mich da halt nur naschen und ne, das finde ich jetzt nicht so cool. Da gehen wir hier nochmal auf die Veranda gucken. Was hier so schönes ist. Wenn nicht, also das bisschen Nässe stört mich ja jetzt eigentlich gar nicht, ne. Guck mal, hier sieht ja auch schön warm aus. Da kann ich nicht reingucken. Oh, Wasser! Das gutes Wasser? Weiß ich nicht. Aber ohne irgendwas können wir es ja auch nicht abkochen, ne? Hier ist aber auch interessant, ne? Ich meinte ja schon das erste Mal, da kommen wir gar nicht nach oben, aber guck mal, da ist ein Eingang. Also da gibt es hier schon coole Sachen, ne? Besonders hier ist auch ein bisschen so verstärkt. Wird zwar nicht reichen, wenn die kommen, weil wenn der sich da so schnell durchgeboxt hat eigentlich, ne, als alleiniger Speerträger, Ex-Speerträger, dann werden die ja auch sämtliche alles, was ich da jetzt gebaut habe, ziemlich schnell zerhauen. Da bin ich felsenfest sicher. Aber hier ist eben auch so cool, dass man hier einfach nur mal so gucken kann, wie das andere so machen. Da haben hier ja auch mal Menschen gelebt, die dann so sich versucht haben zu verbarrikadieren. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, du Häschen, dich lasse ich heute leben. Ich nehme nur meine Federn und 3 Eier. Ne, die Eier kriege ich nicht. So, und dann gehen wir wieder nach Hause. So, das habe ich denn schon leer. Ja, ist ja denn eben schon Nacht, ne? Um 4 Uhr geht wieder die Sonne auf, also ein bisschen Zeit haben wir zu überbrücken, da können wir uns schon mal überlegen, vielleicht eventuell, was wir denn so Schönes machen oder eben auch nicht. Und bis dahin sage ich, ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ja, wir hoffen mal, dass wir hier so ein bisschen vorwärts kommen, ne? Also das, ich weiß gar nicht, klar, wenn man es jetzt kennt, ne, da wird man schon mehrere Sachen gemacht haben und schon viel mehr gebaut haben, aber dadurch, dass ich ja so ein kleiner, ja, ich traue mich nie irgendwie. Mensch bin oder sehr langsam bin oder keine Ahnung, ist das natürlich immer so eine Sache, aber wir hoffen aufs Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.